So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer. Sie ist hier. Sagen die Autopumpe, oder? Ja, es wird ein bisschen hektisch hier. Wir müssen aus dem Gulag fliehen und natürlich die Freundin schützen. Hier ist so viel Fackel. Endlich hat jemand mal das Licht ausgemacht. Kommt keiner freiwillig runter. Ja. Oh nein. Oh. Nüsschen? Du und ich. Kontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sie Kontakt zum Ziel. Oh Gott! Ich hier! Mein Anführer schon! Wir kümmern uns darum! Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle Angriff! Mach mal was, Lara. Werfe eine Granate! Verdammt! Was zum Teufel geht hier vor? Könnte auch sein, dass die Unsterblichen jetzt kommen. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Hat irgendjemand Sichtkontakt? Okay, hier ist der Boden. Dann gucken wir mal, ob die mir die irgendwie so ein bisschen umgehen können. Nein, er hat mich halt natürlich jetzt voll gesehen. Scheiße, Mann. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Giftpfeile bringen am meisten diese gepanzerten Wichser. Alter, diese Steuerung, die ist mal das abartig Behindertste. Wenn du diese Ding, dann muss ich die mittlere Maustaste drücken. Die mittlere Maustaste funktioniert nicht. Ach, das ist der letzte Käse. Einen kann ich mir grabben hier. Ich muss vorsichtig vorgehen. Dass ich den Bogen nehme und auf Giftgas einstelle. Abwarten, dass sie zu dir kommen. Das war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Ja, Gift war halt recht praktisch. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Hm.
sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Sie werden ihm doch wohl nicht die Unsterblichkeit geben? Die Trinity wird so radikal sein, einfach den Gletscher in die Luft jagen. Glaube ich. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Und wie geht das? Erzähl mal. Erzähl es mir, Lara. Ah. Per Direkttransport. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre keine Wunde mehr. Oder hätte jetzt einfach mal die Theorie gesagt, Jacob wäre der Prophet. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Es war mir schon irgendwie klar, dass der Typ einfach der Prophet ist. Der war einfach viel zu göttlich. Viel zu, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben? Der Typ war einfach zu krass drauf. Er hat viel zu viel eingesteckt und war einfach zu freundlich. Und irgendwie war das auch sowas von klar.
Also ich konnte nur so klein. Ein Prophet hat im Prinzip eine Möglichkeit gefunden. Wahrscheinlich ist die naturellen Ursprungs oder so weiter. Und wollte das Ganze natürlich dann, also die Unsterblichkeit gefunden und wollte das natürlich beschützen. Hat natürlich einen Haufen Mann auf die Seite geschoben, die unsterblich gemacht, damit sie das auf ewig beschützen. Bloß die wollten dann halt die Macht für sich behalten, ne? Und wie willst du Unsterbliche bitte töten? Geht wahrscheinlich gar nicht. Ach nö. Ach, da ist noch was da unten. Das holen wir uns noch. Wahrscheinlich wieder nur ein bisschen Holz. Immerhin. So. Nein, das klappt irgendwie nicht. Viel zu nah dran irgendwie. Nein. Oh. Lara, du hohle Nuss, springst von Asch zu Ast und bist nur Shit im Verdruss. Jemand wieder eine Karte vergessen hier. Sieht zwar wie Holz aus, aber... Oh, da vorne ist noch was. Direkt in der nächsten Kabelung. Neues Basislager entdeckt. Ehrwürdige Gletscherspalte. Ja. Dieser Ort. Tesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Das Magazin, obwohl ich eigentlich gar nicht das brauche. Fähigkeitspunkt, habe ich auch noch einen Jäger. Ich bin mal gespannt, ob wir die Unsterblichen auch begegnen. Weil die sind gefährlich. Die sind echt gefährlich wahrscheinlich. Faszinierend. Oh ja. Oh nein, das ist wieder nicht. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Das Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Eingang zu Orrery finden. Na, guck mal. Soldaten hin. Ah, guck mal. Da ist auch so eine Art Eingang. Da
ist aber dicht. Das heißt, wir müssen hier auf der Seite rein. Ich hoffe, hier lauern nicht noch ein paar Unsterbliche rum oder sowas. Naja, dann kriegt er Blei. Ach, der hätte ich auch einfach runterrutschen können. What the fuck, was soll denn das sein? Das ist unglaublich. Mit den Ori. Mal sehen, wie das funktioniert. Seltsam. Gibt nur einen Weg, der geht hier lang und dann springen wir halt mal darüber, ne? Oder auch nicht. Grabbelohnung. So verdammt schnell tot, die stirbt irgendwie schon in der Luft, so hört sie sich zumindest an. Da geht's nirgends wohl lange. Das muss da hier irgendwo lang gehen. Männer, wo geht's hier lang? Ey, das kann nur da lang gehen. Mit dem Orrery den Eingang zum Tisch öffnen. Wir müssen da oben drauf. Sogar. Hä? Oder geht's doch gerade an den Ziegeln da hoch? Nein. Ah, Moment. Oh, ich muss das Ding drehen. Oh, ich hab das Seil nicht gesehen. Jetzt klappt's. Wieso kann die hier oben keinen Bogen schießen? Also ich kann bestimmt schon mal hier drauf landen, ne? Ja, das klappt auch nicht irgendwie. Gucken wir mal, was man da drehen kann. Da drin können. Oh. Oh, fuck. So. Ist gut gemacht, ne? Puh.
Dafür gibt's ein paar Münzen als Belohnung. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Ah, okay. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Nun lösen wir das auch noch. Und dann müsste das Ding sich eigentlich bewegen. Coole Mechanik. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Er hatte genügend Zeit zu lernen. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Und jetzt? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Wie komme ich? Ah, okay. Geduld, Lara. Ja, wenn ich was sehen könnte, aber ich kann die Kameraeinstellung nicht ändern. Hä? Ich sehe doch gar nichts. Hole Nuss, Mann. Das Problem ist, ich kann mit der Kamera nicht hochfahren. Ich kann nur noch nach unten fahren, aber nicht nach hoch. Das ist ein Scheiß schon wieder. Da muss ich auf die Platte, muss ich. Aber die alte Hole Nuss, die ist natürlich scheiße in der Birne. Da auf die Platte muss ich. Ist das ein Scheiß schon wieder, ey. Ja, klar! Alter Schwede. Du blöde hohle Nuss, du. Müssen halt auf so einen Steg, da bleibt, komme ich nicht, überhaupt nicht drum rum. Das Problem ist halt das Gucken. So. Und jetzt muss ich ja irgendwie da hinkommen. Aber das klappt wahrscheinlich gar nicht. Zu niedrig. Gibt es noch einen höheren Steg? So aus, ne? Probieren geht über studieren. Na ja, cool. Komm, zweite Hand. Oh, jetzt sind wir oben. Bemerkenswert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese eine Zeit voraus waren oder irgendwie sowas in der Richtung. Ah, gibt sogar eine Belohnung hier. Guck dir das an. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Interessant. Klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köder schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Lustig. Das ist da drin, noch ein bisschen Ressourcen und ein paar Münzen.
Reich beschenkt wurden wir. Da muss ich wahrscheinlich einen Pfeil hinmachen. Da einer. Da einer. Und dann mache ich auch noch einen. Aber bis wir weitermachen, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Ich möchte die Folge hier leider beenden. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder beim weiteren Abenteuer dabei. An dieser Stelle möchte ich noch an meinen Twitter-Account erinnern. Und zwar erfahrt ihr über meinen Twitter-Account immer neue News, wann ein neues Video rauskommt. Der Link zu meinem Twitter-Account ist unten in der Beschreibung. Followt mir doch bitte, das wäre richtig nice. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, ciao!